Hi zusammen, heute haben wir eine echt heiße Nummer am Start. Und zwar im Doppelpack der Effe Uno P134H. Einmal in alt und einmal in neu bzw. dem Facelift. Und wenn euch interessiert, wo die zwei Modelle sich unterscheiden, dann bleibt jetzt dran. Den Effe Uno P134H, den gibt es schon wirklich lange am Markt und ich glaube, so gut wie jeder in der Pizzaszene kennt den Ofen, denn der hat sich über die Zeit wirklich als echte Powermaschine bewiesen. Nun gibt es den Ofen in der 450 und in der 500 Grad Version. Mit dem Facelift allerdings jetzt in der 459 und in der 509 Version, denn Effe Uno hat nochmal jeweils 9 Grad draufgepackt und dementsprechend gab es die Erweiterung dann eben mit 9 Grad in der Betitelung. Aber was sind die Unterschiede? Beide Modelle 450 als auch das 500er Modell haben eine Modellpflege erhalten, im größten Teil optisch. Ich blende euch mal jetzt hier den neuen Effe Uno und hier den alten Effe Uno ein und dann sehen wir eigentlich schon, dass sich optisch auf jeden Fall das Ganze etwas kühler, etwas moderner, etwas, sage ich jetzt mal, erwachsener im Design widerspiegelt. Das tut im Ofen eigentlich ganz gut, denn vorher sah für viele, also auch für mich, so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, spielzeugmäßig aus. Jetzt sieht er wirklich wie ein richtiger Profi-Ofen aus. Und ich sage mal, ein Ofen, vor allem in der 500 Grad Version, der darf dann auch schon sehr professionell daherkommen, auch optisch. Das tut er jetzt. So, aber was hat sich im Detail verbessert, verändert? Jetzt muss man natürlich sagen, hier muss man ein bisschen achtsam sein, denn Effe Uno hat beim P134H schon in vergangener Zeit auch beim alten Modell einiges verbaut und optimiert, also eingebracht in der Fertigung, das jetzt beim Modell 2021 als Upgrade beworben wird. Das heißt, wir müssen eigentlich schon unterscheiden, altes Modell 2021 ist gar nicht so viel anders wie das neue Modell. Optisch ganz klar, aber am technischen, da schauen wir jetzt mal, was sich genau getan hat. Ich blende euch immer hier das neue und hier das alte ein. Und zwar kommen wir mal zu den eher marginalen oder kleinen Unterschieden, und zwar die Lüftung. Der alte hat im Prinzip hier ein ganz normales gestanztes Blech, wo die Abluft raus kann. Und der neue hat es ein bisschen schöner gelöst mit einem Aufsatz aus Kunststoff, so dass die Luft auch nicht mehr direkt rausbläst, sondern ein bisschen nach unten bläst und die Luftführung da ein bisschen optimiert wurde. Man merkt es jetzt auch hier, der eine bläst einfach ab und der andere bläst genau hier runter. Das nächste wäre das Bedienelement. Hier hat der P134H jetzt deutlich schönere Bedienelemente, also Regler bekommen. Die sind jetzt einfach etwas, ich sage jetzt mal, formschöner und sitzen optisch auch im Gehäuse des Effe Unos drin und nicht mehr nur aufgesetzt. Das heißt, da kommt nicht nur die Welle des Reglers aus dem Gehäuse raus und da drauf ein Knopf, sondern tatsächlich haben wir jetzt wie in einem hochwertigen Küchengerät, wie in einem Profigerät, einen Regler, der sich schön da in das Gehäuse anschmiegt und das Ganze formschlüssig vor allem abdeckt. Sieht einfach besser aus. So, kommen wir zum nächsten Punkt und hier wird es jetzt langsam interessant, und zwar, das hat tatsächlich nur der neue Effe Uno, und zwar die Lampe.
Da sieht man tatsächlich, Efe Uno hat drauf gehört. Viele haben sich ein bisschen dran gestört, haben immer wieder gesagt, warum macht man da so eine dicke, breite Lampe rein, die so viel aufbaut, wenn man innen im Efe Uno ja gar nicht so viel Platz hat. Wirklich bei der Pizza einschießen, beim Drehen, beim Rausholen hat es jetzt nicht 100% gestört, aber es war halt ein Punkt. Und Efe Uno hat den tatsächlich sehr gut umgesetzt. Jetzt haben wir ein schön flaches Design und die Lampe ist auch ein bisschen heller und trägt eben, wie gesagt, nicht so auf. Kommen wir zum nächsten Punkt und das wäre das Heizelement. Also hier ist tatsächlich jetzt, was ich vorher angesprochen habe, Programm. Wenn ihr ein altes Modell, in Anführungszeichen 2020, 21, vielleicht auch 19, ich kann es euch nicht mal 100% genau sagen. Ich habe Efe Uno gefragt, habe noch keine Antwort erhalten. Wenn ihr so ein Modell habt, der letzten 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre, dann hat wahrscheinlich dieser Ofen auch schon das neue Heizelement, indem man im vorderen Bereich wohl 200 Watt mehr Heizleistung reingepackt hat. Und da verspricht Efe Uno nun, dass die Pizza nicht mehr gedreht werden muss. Das ist schon sehr optimistisch. Unter idealer Bedingung kann das funktionieren. Ich habe es ausprobiert. Aber ja, es klappt nicht immer 100%, je nachdem, wie der Ofen gerade temperiert ist, wie oft ich die Klappe auf und zu schon hatte und er schon im Prinzip im vorderen Bereich einfach ein bisschen an Energie verloren hat, klappt es dann auch nicht mehr. Da muss man vielleicht doch noch drehen. Aber tatsächlich, das tut mir wirklich gut und das macht schon einen Unterschied. Die 200 Watt mehr allgemein, vor allem im vorderen Bereich, hat da schon einiges gebracht. Und das ist eigentlich die, sage ich jetzt mal, das Hauptelement der Modellpflege, was für mich sehr schön ist, dass man da versucht hat, das Ergebnis einfach zu verbessern. Allgemein ist wohl das Material, also der verbaute Edelstahl, der eingesetzte Edelstahl, ein hochwertiger Edelstahl, höherwertig in dem Fall, denn er ist deutlich korrosionsbeständiger bei großer Hitzeeinwirkung, das man ja bei dem Ofen mit bis zu 500 oder über 500 Grad dann auch haben. Das sind im Großen und Ganzen fast schon die Unterschiede. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar hat der neue Efe Uno, man sieht es hier auch ganz schön, ich blende es euch aber auch nochmal ein, hat oben einen Metallüberlauf, einen Metallüberhang, so eine Blende, bei der einfach auch nochmal ein bisschen mehr aber Schutz geboten ist, dass wenn ich auf dem Ofen etwas auflege, dass es nicht direkt auf der Fläche liegt, sondern einfach nochmal angewinkelt auf der Blende aufliegt. Und naja, optisch sieht es auch ganz gut aus. Jetzt haben wir eigentlich die ganzen Unterschiede besprochen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir eine Pizza, damit wir auch einfach mal sehen, was da so rauskommt. Und weil es natürlich Spaß macht. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Ich hole euch jetzt näher ran. So, jetzt haben wir einen Teig, der ist bei, ich glaube, 67%. So. Dann Marzano-Tomaten, die haben wir auch schon gestern vorbereitet.
Ist jetzt eigentlich alles auch ein bisschen zu kalt. So. Die Basilikumblätter, die habe ich ein bisschen mit Olivenöl abgetatscht, sozusagen. Dann verbrennen die nicht so stark, weil wenn man jetzt den Ofen bei etwa um die 500 Grad befeuern, dann, ja, dann wird es da schnell ein bisschen zu heiß für so dünnes Blattzeug. So, schießen wir die ein. Jetzt gehen wir erst an den alten und schießen die mal dort ein. Also so ein leichtes Leoparding können wir jetzt hier schon erkennen und der Rand Napoletana ganz, ganz fluffig, knackig in der Kruste, aber ganz wolkig, ganz fluffig, so wie wir das mögen. Und die Zutaten, auch der Basilikum trotz der 500 Grad, in 60 Sekunden ist der trotz alledem noch schön grün. Der Mozzarella, ein paar karamellisierte braune Stellen. Geschmacklich wird sie sicher sehr gut sein. Und optisch ist eine Wucht. Sehr, sehr schöne Pizza. Also auch hier nochmal selbes Spiel für den neuen Effe Uno. Auch wieder ganz klassisch eine Margarita, die schießen wir jetzt auch wieder ein und schauen uns mal an, wie dann der neue performt. So, jetzt haben wir ein paar Pizzen gebacken. Es ging heiß zu, es ging verdammt schnell. Und so schnell war es auch wieder vorbei. Und hier stehe ich durchgeschwitzt, voller Aktion und Resultate hier vor mir. Ich spiele es nach dem Video nochmal ein, so ein bisschen Pizza für Pizza. Es hat Spaß gemacht. Dennoch muss ich sagen, beide Öfen, ich habe es beim alten als auch beim neuen die Pizza einmal gedreht. Also ich musste es auch beim neuen einmal drehen. Ganz ohne Drehen habe ich es jetzt. First try. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Ofen ganz jungfräulich angepackt heute. Und genau darum geht mir es eigentlich auch. Ich möchte euch das so vermitteln, wie ich das selber dann aus erster Hand erfahre, selber die Erfahrung eben mache. Ich habe es leider nicht ganz hinbekommen. Ein paar Leute sagen, es geht. Ich habe es noch nicht geschafft. Dennoch, was ich geschafft habe, das sind auf jeden Fall sehr schöne und sehr leckere Pizzen. Und damit verabschiede ich mich. Lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen aktivieren. Dann bekommt ihr jeden zukünftigen Upload mit und seid immer direkt gleich mit dabei.
Von mir war es das jetzt. Bis zum nächsten Video. Bleibt noch dran. Ich spiele euch nochmal die zwei Pizzen ein. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.